Willkommen zurück hier bei Let's Play Red Dead Redemption 2. In der letzten Folge haben wir unseren Freund aus der, ja, aus der Haft befreit, sagen wir es mal so. Und jetzt, ja, müssen wir zusehen, dass wir hier wegkommen. Ich bin sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall sehr hübsch hier. Now, we did what you asked. It's like I said, Fusar knows who you are and knows the price on your head. It's a big problem. I see. But if we can silence him, then I can help you escape before anyone has time to get here from America. That way, we all get what we want. We want to get the boat you promised us. And you will. But you have found yourself in the middle of a war, my friend. Fuso has called in the Navy from Cuba. There's no way a boat could leave right now. Hercule! Hercule, s'il vous plaît! Vite! Vite! Come. Follow me. Jetzt müssen wir auch noch jemanden zum Schweigen bringen. Super. So now we have a real problem. This must be the boat he called in from Cuba. That's a goddamn warship. You kind of have to hand it to this feller. So I guess great minds think alike. So what now? We fight or we win. Any of you boys feel like running? So what do? I will go get the cannon ready. Okay, let's get to it. Force! Shoot them man! Shoot them. Na toll. There's more coming down the right side of the beach! Ja, super. Ja, das war doch mal ein geiler Schuss. Danke, Auto-Aim. Okay. Wie soll ich ihm denn jetzt helfen? Und was ist denn das bitte für eine Kanone? Ob die wohl damit rechnen, dass wir so ein Ding haben? Ich würde eher sagen, nein, oder? Na toll. Grab that shotgun out there. There's a lot of guns out there. So what do? I said we push forward, because if we don't, we're gonna die here and now. Okay then. Follow me. This is kind of fun. Okay, die sind schon hier vorne. Ich muss kurz nachladen, sorry. Na toll. Also ich glaube, die Schießereien werden hier jetzt nicht so schnell aufhören. Wo ist eigentlich das Schiff? Es kommt tatsächlich ein bisschen näher, glaube ich. Oder ich bilde mir das alles nur ein. Durchaus möglich. Ja, du kannst auch nicht auf jemanden zielen, der gerade irgendwie keine Deckung hat. Nein, nein. Das klappt nicht. Wie soll ich ihm denn Anweisungen geben? Das funktioniert irgendwie nicht. Soll ich erst ihm Anweisungen geben?
Soll ich mich hier in die Mitte stellen und Anweisungen geben? Hä? Also ohne Witz, ich check da gerade gar nichts. Der letzte springt schon freiwillig raus. Solltet ihr nicht langsam mal... Oh, die gehen jetzt sogar runter. WTF? Ob das so schlau ist? I don't know. Tschüss. Ups. Ja, nachladen wäre halt auch mal eine Möglichkeit. Ach komm. Der ist doch direkt hier vorne. Das ist das, was ich hier mal wieder Eskalation nenne. Und was ist das bitte für ein Schiff? Als ob die wegen 5 Leuten mit so einem Schiff kommen. Nie. Laber mich nicht voll hier. Na toll. Das schöne Schloss. Als ob wegen 5 Leuten einfach so ein... Mann, als ob wegen 10... Okay, es sind, ich glaube, es sind doch sogar 5 Leute, oder? Als ob wegen 5 Leuten so ein fettes Ding kommt. Und was tut er hier schon wieder? Ich verstehe es nicht ganz. Oh Mann. Ja, moin. So, und hier jetzt noch mal so ein bisschen eins. Was ist das bitte für ein Boot? Nachladen, ja, das sollten wir. Okay, hast du jetzt nachgeladen? Man sieht ja super viel, aber jetzt hat er auf jeden Fall nachgeladen. So, bitteschön. Bitteschön. Viel Spaß. Oh, they'll be back, but I found a boat for you, and he should be arriving on the dock anytime now. Great. Micah, go meet with the captain. If he's amenable and discreet, tell him we'll be ready to set sail soon. Bill, come help me collect poor old Javier. Sure. And cool. It was a great pleasure to make your acquaintance. Na, super. Ich denke aber irgendwie, damit haben wir uns nicht sonderlich beliebt gemacht. Geiles Thumbnail haben wir schon mal. Ja, hier sind wir fertig. Ja, noch über die Leichen laufen. Beste. Alter, ist das stumpf gerade. Ich komme gerade irgendwie nicht klar. Das gerade war ja echt pure Eskalation einfach. Als
thought I was dead for sure. Hi, boys. We got a real problem. Nice Mr. Fusar don't want us going nowhere. He knows just who we are. If he can keep us here for a few more days, well... And what about the captain of the ship here? They got him trussed up like a hog. Guards all over the place. Got us surrounded with gun positions, so when we try to sail out, he's gonna blow holes in us. This fella is really beginning to try my patience. He ain't even had you tortured yet. I like the man's style. He's thorough, nasty, and vindictive. However, in this instance, I don't see we got any alternative, but we go and free our friendly captain and destroy the artillery. For once, I agree with you. Hair cool? Oh, I'll fight Alberto Fusa every day I can. All right. Bill, you're gonna guard Javier on the ship here. Micah, Arthur, let's get to work. Hair cool? We follow you. Anale, this way. Quick! Let's get up around the back of that artillery post. Na toll. Es geht also wieder los. Wir hatten ja gerade erst eine Schießerei. You got it secured properly, cowpoke? I think so. Knowing you, I have my doubts. Shut up, Mike. Come on, run! Yeah. Die wissen natürlich auch direkt, wo wir sind. Wer kennt es nicht? Okay, wo ist da noch jemand? Irgendwo da. Oh, jetzt nicht mehr. Ich plünder die nochmal eben. Ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt irgendwas hat. Aber rein aus Interesse kann man das mal machen. Wo sind denn da welche? Ich muss den noch kurz plündern. Eine Waffe wäre gerade irgendwie auch mal von Vorteil. Ja, und treffen wäre gerade auch mal nice. Alter, du stirbst hier gleich. Ja, geht's jetzt wieder? Kautabak, nie. Willst du dir Kidneybohnen gönnen? Die kann er auch beim Laufen essen. Oh, hallo. Ja, plündern bitte. Ich bin doch da. Wieso packt er immer seine fucking Waffe weg? Tschüss. Wir haben halt keine Deckung, das ist gerade nicht so günstig. So, tschüss. Auf Wiedersehen, tschüss. Als ob der das überlebt hat. Also jetzt ernsthaft, das war ja schon... Das finde ich schon so wieder so ein bisschen Next Level dreist. How are you getting on with those cannons, Micah? Nearly there. Hast du's dann? Okay, boys, we are alive. Stand back. Captain's being held in the workers' compound. This way. Und wohin geht's jetzt? Arthur.
Rette den Kapitän. Wo ist der denn? Tschüss. Ich habe keine Ahnung, wo der Kapitän ist. Tschüss. 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 Und ja. Was willst du denn jetzt von mir? Da hinten ist jetzt noch irgendjemand. I got you now, you bastard. We are all bastards, my friend. But only one of us is some would-be emperor's whore. We know who you are. And nobody knows who you are. Not even your goddamn father. You maggots are going to die. Eventually, I'm sure we will. But not today, and not because of you. The U.S. Navy is on the way. I am sure they are, which is why... Oh, hätten wir da besser zuhören sollen? Ich weiß es nicht. Ich hatte irgendwie gerade Bock abzudrücken. Ja, vom Kontrollpunkt nach starten. Als ob ich davon einfach instant sterbe. Enough. Oh, I've had enough of this, Arthur. The rifle? Sure. Are you men gonna give up? Let us leave? Are you gonna die? Put your guns down. Here! Ach komm. Thank you, Captain. I suppose your men are my cargo. Dutch Vanderlyn, I am sorry you got hurt. Captain's head. Let's go. Gentlemen. Ja, wir sollten jetzt besser schnellstmöglich verschwinden. Typ, wieso willst du jetzt nicht? Jetzt packt er seine Waffe auch wieder weg. Super. Das ist einfach das Beste. Also wirklich, das liebe ich an dem Spiel einfach am meisten, dass er die Waffe dann wegpackt, wenn man sie am meisten braucht. Teilweise passiert das auch irgendwie, wenn man es selber macht, aber manchmal legt er die auch einfach selbst weg und dann denke ich mir einfach nur so, halt deine Fresse und hör auf damit. So, wo müssen wir lang? Ich weiß es gerade gar nicht. Hier lang? Ich hoffe schon. Sieht danach aus. So. Okay, ich glaube, den haben wir erwischt. Den auch. Hat doch gut geklappt. Also das Gewehr mag ich irgendwie. Das hat schon ordentlich Bums. Okay, der ist auch weg. Du nerviges Miststück. Ups. Tschüss. Hey, who saw us up there? In the tower? Yes. Yes, that's him. This goddamn idiot. Come on! Ja, moin. Okay, benutzen. Ich würde sagen, ciao mit Au. Got it for you, Javier. Captain, can you handle the ship? I'll be fine. Come on. We'll get going with the tide before I get any more surprise interviews with local officials. Are you gonna be okay? We'll be like you. We'll disappear probably. Back to IT. Believe me, we'll be long gone by morning. Good. Thank you. Oh. Ich würde sagen, wir setzen aber mal an der Stelle einen Cut.
über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. In der nächsten Folge werden wir dann versuchen, ja, von hier zu flüchten. Und ob das komplikationslos klappt, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dahin!